Vielleicht über X. Nö. Ach, hier sind Fackeln. Okay. Weil die Wände kann ich auch nicht einschlagen oder so. Ich muss halt immer noch da rein. Und dazu muss ich hier einen Schlüssel reinstecken. Das portet mich nur in den Tod. Und hier an den Wänden ist eigentlich auch nicht wirklich was. Hier kann ich auch nichts mehr geben. Hier kann ich noch was geben. Okay, wenn ich einseitig mache. Ah. Nö. Ah, aber was anderes. Wo sind sie denn? Ah, so geht das. Red Horn ist okay. Conjurer's Head haben die beiden schon jeweils einen. Tethered Clock bringt mir nichts. Ein Leech Filet für dich. Tabby Boots? Nö. Tome of Fire Magic. Du hast schon Max Fire, oder? Ja. Das heißt, die geht an dich. Du seine Stärke sogar. Quickhorn Longbow, Fireblade, Scroll of Frostbolt, Razor Claws und der Water Flask. Nichts Besonderes. Hier drin. So, jetzt sind wir halt wieder bei dem Problem. Dass ich sterben werde. Dass ich nicht weiß, wo der letzte Schlüssel ist. Weil das hier habe ich aufgesperrt. Das hier. Von dort drüben aus. Ja. Höchstens, ich habe in den Bereichen irgendwo einen Schlüssel übersehen. Dass vielleicht hier einer der Ogre einen Schlüssel gedroppt hat. Mir geht gerade die Orientierung flöten, muss ich ehrlich zugeben.
muss den Knopf da drücken. Und hier entlang hasten. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Ich sehe langsam vor lauter toter Maschinen nichts mehr. Wow. Jetzt finde ich den Knopf nicht. Knopf ist okay und dann so rum und da rein. Also bis ganz an die Wand laufen. Hier liegt noch eine... Ach, Siphon-Item. Nö. Es könnte nämlich auch sein, dass der Schlüssel einfach in einer dieser Nischen liegt. Wenn nicht, muss ich halt irgendwann nach der Aufnahmesession gucken, wo dieser Schlüssel liegt. Weil hier ist er nicht. Ich brauche diesen Schlüssel für hier. Und ich werde so lange kein Quicksave machen, bis ich nicht weiß, wo dieser Schlüssel. Bis ich nicht diesen Schlüssel gefunden habe. Weil es werden neue Würfel auftauchen. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt unbedingt der letzte Schlüssel Oh, jetzt komme ich hier ran. Da ist der letzte Schlüssel. Okay. Oh. Sollte ich eigentlich da gar nicht rankommen dürfen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ich hätte nämlich hier die Wand einschlagen müssen. Das ist mies, dass das ein Secret ist. Okay. Das portet mich sogar direkt vor die Tür. Nein!
Ja, ihr merkt, meine Nerven nehmen langsam rapide ab. So, das war's mit den Würfeln produzieren. Es werden keine neuen Würfel mehr kommen, es ist nur noch der eine übrig. So, und jetzt kann ich mich mit dem Underlord messen. Nö, ich werde einfach zurückgeportet. All fallen relics are secured. The horde of machines from the Underworld has been stopped. Ja, found a legendary Icesaber, bla bla bla. Gut. Gott sei Dank, ey. Dann lasset uns mal wieder Zeug abladen. Oh, ich habe den. Fünf Minuten. Oh nein. Naja, okay. Ein Fallen Relic sollte ich nicht ablegen. Nehmen. Das ist jetzt nicht so toll. Eins von den vollen Relics brauche ich nämlich. Autosave. Machen wir es doch gleich hier. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Schrifträumen bin ich mir noch nicht sicher. Das ist das Necklace of the Fallen. Ja, erstmal alle Fallen Relics zu ihm. Was zu essen für dich? Gift neutralisieren. Cure Poison. So. Alles weg. Die Blazing Wound Lantern kann ich loswerden. Die raucht da jetzt zwischen dem ganzen Zeug. Amulet of Wisdom. Wüsste ich halt nicht, wem ich geben sollte. So, das war's schon alles. Ja. Oh, du bist überladen. Oh. Das ist nicht gut.